Also, irgendwie macht die Barbaren hier fast gar keinen Schaden. Ist das wegen dem Skinny? Wegen dem Trade? Das wäre nicht so toll. Bye bye. Oh. Ein Bauplan. Sky Chestplate. Das klingt schon mal schön. Trotzdem wäre es mir wichtiger, Gegner umzubringen. Oder Gegner umzubringen zu können. Geh weg. Oh. Ah. Wow, dann hau ich dich ein paar Mal. Dann haust du wieder. Daneben. Dann hau ich dich wieder. Oh, Spuck. So, Lebenspunkte sehen echt nicht toll aus. Gold ist momentan mir eigentlich nicht so wirklich wichtig. Und hier wäre der Boss. Okay, das ist doch mal eine Ansage. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Stellen uns hoffentlich gut an. Und bringen möglichst viel Kleinkram um. Und dann gehen wir hierher zurück. Und versuchen den Boss einfach mal. Auch wenn dieses zurückgeschubst werden sich als nerviger herausstellt, als ich dachte. Und gerade beim Boss könnte das problematisch werden, wenn wir dann immer wieder in den Schleim reingeschubst werden oder so. Und das hier ist eigentlich nicht das Gebiet, wo ich aufladen wollte. Aber es hat trotzdem ein paar Punkte gebracht. Jetzt aber schnell raus hier. So, wo wollen wir lang? Irgendwo nach Westen. So, so, so. Oh. Stachelkeule fast übersehen. Oh. Was machst du denn hier oben? Zing. Bist du ein Bild? Ja, bist du. Komm schon, gib mir irgendwas Lebenspunktartiges. Was ist lebenspunktartig? Und das wäre der Wald. Yeah. Ah, Hühnchen, sehr schön. Aber ja, nee, wir haben gerade gesehen, der Wald ist... Nee. Gerade die Wölfe, die kann ich überhaupt nicht ab. Viel zu schnell und unvorhersehbar mit dem Rumspringen. Also bleibt noch oben. Mit einem random Teleporter. Nö, lass mal. Wir gucken uns lieber hier weiter um. Oh, kaputt. Kaputt. 425. Das sieht gut aus. 514. Komm schon, noch ein, zwei Gegner, ohne getroffen zu werden. Und dann ist... Ah! So. Noch ein, zwei Gegner, ohne getroffen zu werden. Mehr will ich nicht. Okay, Gold ist auch toll, aber... Ernsthaft, ich will mehr Lebenspunkte haben. Hops. So. Raus, raus, raus. Weiter geht's oben links. Auch wenn ich langsam den Verdacht habe, dass es mehr Sinn machen würde, einfach den Boss anzugehen, anstatt zu versuchen, Lebenspunkte zu farmen und dann doch wieder welche zu verlieren. Obwohl das jetzt gerade gut geklappt hat. Oh, was haben wir denn hier? Da ist die Kiste. Siphon Rune, das ist die für Mana, leider. Aber ich denke mal, wenn wir alle Runen haben, die wir nicht haben wollen, kriegen wir irgendwann die, die wir haben wollen. Macht jedenfalls irgendwie Sinn. So. Oh. Und fast voll, das reicht mir. Wo ist der Teleporter? Und warum ist die Kugel da gerade gestorben?
Das hatten wir schon jetzt ein paar Mal gehabt, dass diese Eisenkugeln da unten einfach so Puff gemacht haben. Okay. Teleporter ist... rechts. Schräg runter. Oh. Einen komischen Klonmann vorbei. So. Wir würden gerne zu dem Boss da unten. Genau. So. Also, vor uns ist ein Schleim. Und dieser Schleim, wenn er sich aufspaltet, kommen Gegner raus. Und ich denke, wir müssen ihn so lange kaputt hauen, bis er ganz, ganz klein ist. Und dann alle kleinen Schleime töten. Blub, 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 blub. Herodotus. Oh, da unten sind Stacheln. Da muss ich aufpassen. So, erster kleiner Gegner. Wo bist du? Komm her. Ich werde den Schleim nicht töten, bevor du nicht auch tot bist. Au. Oh, da bist du ja. So, du bist kaputt. Jetzt kannst du auch kaputt gehen. Au. Ich werde hier angefallen von einem Schleim. Oh, Gold. Auseinandergebrochen, okay. Oh. So, es gibt auch mal wieder schön Lebenspunkte. Sehr gut soweit. Au. Wir sollten echt nicht so viele Schleimer auf einmal unterwegs haben. Was werden wir nicht vermeiden können, ne? Da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Sehr schön. Soweit ja relativ entspannt. Oh, nur dass die von unten durchspringen können, ist ein wenig lästig. So, nächster Gegner. So. Oh. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Und der nächste Gegner ist da. Au, 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 au. Kann man die Kleine jetzt permanent töten? Genau, ihr. Au, da ist wieder einer. Ja. So. Ich würde gerne einen von euch... Au. Es werden langsam viele. Weg hier. Genau, einen von euch würde ich gerne mal töten. Die werden noch kleiner. Ich muss jetzt die ganz kleinen zuerst töten. Die da. Mist. Mit den Stacheln hätten sie sich echt sparen können. Au, 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 au. Gleich bin ich kaputt. Weg, 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 weg. Du bist nicht ganz klein. Du bist nicht ganz klein. Du bist ganz klein. Und wie viel halten die ganz klein aus? Das ist doch... Nee. Ja, nee. Oh, und kaputt. Also nee, ich denke für den... brauchen wir was anderes. Oder einfach mehr. Also mehr Lebenspunkte, mehr Angriffskraft, mehr Rüstung, was auch immer. Also wird unser nächster Charakter einfach nur dafür da sein. Wow, du bist groß. Du bist schwer und groß. Und du bist Ninja. Ja, Salesword wollen wir nicht. Barbarenkönig. Kann schwer Sachen reden und macht Smileys. Das ist ja nichts Negatives alles. Assassin, nö, Spelunker. Oh, das ist sehr schön. Der kommt auch in alle Löcher rein. Ja, sehr schön. Dich nehme mal. Und dazu hätten wir noch gerne was? Das Tränke mehr bringen? Dass wir mehr Schaden machen? Dass wir mehr aushalten? Ich denke, mehr Angriffskraft wäre wichtiger. Weniger Gold bezahlen? Nö. Mehr Angriffskraft.
Und schon mal im Voraus mehr Gewicht tragen. Oh, du bist ja süß. Mit deinem grünen Schwert, grünen Bommel obendrauf, deinem roten Cape, deinen gelben Handschuhen, deinen gelben Schuhen und deiner braunen Brustplatte. Na gut. Also, Ziel dieses Lebens, möglichst viel Geld machen. Damit wir ganz tolle Ausrüstung kaufen können, um den vierten Boss dann ordentlich besiegen zu können. Aber wenn wir es mit einer Barbarenkönigin schon nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Achso, und wir sollten natürlich wieder erst in die schwierigen Gebiete und hierhin erst zurückkehren, wenn wir Lebenspunkte brauchen. Nee, hier sind schön viele Gegner, die werde ich nicht töten. So, beiß dich durch, Zwerg. Sehr schön, hier geht's nach oben, keine Statue kaputt machen. So. Okay, ich habe das Gefühl, dass es hier oben doch ein Ticken zu schwer ist für den hier. Er ist ja nur ein Miner und kein Killer. Also vielleicht doch Wald? Ja, ich glaube, Wald wäre besser. Okay, runter. Lebenspunkte haben wir verloren, also können wir dich mitnehmen. Und dich. Und dich auch. Oh, da unten ist ein Durchgang. Hihihihi. Es sind überall Durchgänge, fällt mir gerade mal so auf. Die Zwerge haben es echt einfach. So, oh. So, du schießt mal wieder durch Wände. Ist egal, wir können auch durch Wände gehen. Zack. Lebenspunkte sind voll, das heißt, jetzt sollten wir echt zum Wald. Wo ist Wald? Runter. Euch ignorieren wir wieder. Zing. Hups. Und hier könnte irgendwo der Wald sein. Oh, Karneval. Hallo, komischer Clown. Hallo, schauen wir uns mal deine Skills an. Du hast nur einen Schuss, aber der ist kostenlos. Wenn du es schaffst, kriegst du einen schönen Preis. Ich dachte, ich habe nur einen Schuss. Ich kriege jetzt aber 5 Äxte, um möglichst viele Ziele zu zerstören. Okay. Möglichst viele Ziele. Das sieht gut aus. Ja, hast du ein ordentliches Ziel, würde ich sagen. 10 Ziele sind über. Hey, du hast es geschafft, nicht mehr als 10 Ziele überzulassen. Und da er jetzt nicht genug Ziele mehr hat, um weiter arbeiten zu können, gibt er uns einfach seine gesamte Kasse. Kasse! Hey, drüber klauen. So, weg. Das war schon mal schick. Euch lassen wir mal alle heil. Könnten ja Hühnchen drin sein und so. Okay, in dem Kronleuchter sind selten Hühnchen. Also unser Vorfahr hatte das wohl mal, aber bei uns nicht so wirklich häufig. So, Wald war also nicht da. Das heißt hier vielleicht irgendwo. Zing, zing. Nö. Au. Ich wollte eigentlich richtig schön stylisch über euch rüberfliegen, damit ich euch verschonen kann und später töten. Aber nein, ich muss mitten im Flug abstürzen. Das fand ich schön. In meinem Kopf ist das immer alles viel toller. Oh. Runter. So, Boss. Den wir schon gekillt haben. Sieht aber eher aus wie der Zugang zur Hölle. So, weil wir so weit unten sind. Aber nee, hier ist der Wald. Hey, wir können uns den Stacheln durch. Sehr schön. Ping-Pong. Jo. Sehr schön. Also dieser Dwarf-Trade gefällt mir immer besser. Am Anfang fand ich es ein bisschen hektisch, weil die Bewegungen schneller erscheinen, als sie eigentlich sind. Weil der Charakter ja kleiner ist.
Aber jetzt komme ich damit richtig gut klar. Wir werden seltener getroffen, wir können uns überall durchschlängeln. Macht richtig Laune. Kaputt, 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 kaputt. Oh. So, die zwei müssen hier gleich mal sterben. Macht viel zu viel Chaos. So. Du als nächstes. Dann du. Dann der ganze Ramsch hier. So. Nom, 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 nom. Eine Münze. Noch ein paar Münzen. Weiter. Double Kill. Ja, 4000 Gold haben wir schon zusammen. Kann man nicht meckern. Das mit vollen Lebenspunkten und noch tierisch viel Zeug zu erforschen. Ah, ich denke mal, das wird mindestens ein 10.000. Oh, da gehe ich nicht hin. Obwohl, warte mal, ich könnte hier meine ganzen drei Sterne rausschmeißen und denen fast keinen Schaden damit verursachen. Ja, nee, das wird nichts. Aber ein Versuch wert gewesen. Weil die bringen bestimmt auch recht viel Gold und eine Kiste mit random irgendwas drin. Also Stats oder was weiß ich.